Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beastboxing Turbo. Und zwar nicht irgendeinem Beastboxing Turbo, nein, dem Beastboxing Turbo von Retrofrenologe, dem ersten. Und nicht irgendeinem Retrofrenologe, dem ersten, nein, dem Retrofrenologe, dem... Boah, Jungs, das ist das große Finale. Wir gegen den Champion. Darbeck, werden wir sein großes Geheimnis lüften? Werden wir herausfinden, zu welcher Rasse er gehört, die hier nämlich mit drei Fragezeichen betitelt ist? Werden wir das mit dem niemals verlieren und seinem undefeated Record ändern? Vermutlich. But let's try it now. Erstmal kaufen wir uns aber ein paar Upgrades, weil Upgrades sind awesome. Improved Skills, einfach so hier 35, weil 5er sind einfach toll. Und dann vielleicht auch noch hier. So. Oh, 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 oh. 20er sind nämlich auch toll. Und das muss dann auch schon reichen. Und dann geht es jetzt in den Ring. Wir kämpfen um den Ultra League Champion-Titel gegen Darbeck. Jetzt muss ich meine Robo-Stimme einfallen lassen. Das ist nun nicht unbedingt meine Stärke. Aber das kriegen wir auch hin. Da bin ich ganz zuversichtlich. Wir haben ja schließlich das Medaillon dabei. Tja, you should only fight Darbeck for your own reasons. You don't have to anything to prove anymore. I don't know if I trust Warhurst. And I would understand if you wanted to back out. Now, coach, this fight isn't just to put a stop to Darbeck's cruelty. This fight is also to show everyone that humans deserve the same rights as beasts in Beasthalla. I'm ready for this. My armor feels strange. What is this trickery? No matter, I'm still strong enough to smash you into the ground. Ja, der große Witz an ihm ist, dass man ihn wiederum outfighten kann. Nöch? Oh, Bock. 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 Und funktioniert wie ein Uhrwerk. Aber wir können uns das ja mal anschauen, wie man ihn sonst schlagen kann. Aber, au. Wow. So nicht. Der hat jede Menge abgefickter Tricks auf Lager, Jungs und Mädels. Und deswegen werde ich ihn jetzt outboxen. Außerdem macht das so lustige Geräusche, wenn man den schlägt. Und das hier ist immerhin das große Finale, after all. Und, man wird ja wohl nicht gegen den ungeschlagenen Champion gehen und sagen, ja. Aber man sagt mir, meine Methoden wären lame. Nee, macht man nicht. Man haut ihm die Fresse blau. Mit allen Tricks, die man hat. Und wenn man cheaten kann, dann cheatet man. Das reimt sich nicht aus Versehen. Aua. Hat er mir voll den Elektroschocker mitgegeben. Wieder mit dir. Ist unfair, du trägst eine riesen Rüstung. Das tut man nicht. Gut, das mache ich auch, aber... Wenn ich das mache, ist das was anderes. Ich bin ja schließlich nur ein Männchen. Du mit deiner prachtvollen Alien-Rüstung, die du von Warhurst bekommen hast, die werde ich dir aber links und rechts abnehmen. Dann kannst du hier einen Striptease hinlegen. Ein bisschen sieht er aus wie die, wie die Typen aus Mass Effect, die, wie heißen sie denn noch gleich? Die mit den komischen Qua... irgendwas. Uiuiui, wenn der einmal ins Schlagen kommt, dann kritzelt er aber, ne? Wie heißen sie denn? Na, ist mir eigentlich auch egal. Verreckt, Darbeck! Shepard! Nicht Shepard, sondern Shepard. Jetzt wird er sich nur leider gegen Jab-Kombos verteidigen, aber ich habe eh keine Wahl. Und wenn man keine Wahl hat, dann macht man eben das, was funktioniert. Ist so ein Grundprinzip von mir. Ich meine, so blockt er jetzt mehr und die Kämpfe werden drei Ewigkeiten dauern, aber hey. Sowieso toll, wenn ich mir vorstelle, dass in der Beastboxing World man nicht in der Lage ist, jemanden zu downen, wie lange die Kämpfe dann dauern werden. Ich meine, klar, irgendwann fällt schon jemand um, aber ist ja nicht Sinn und Zweck der Angelegenheit. Habe ich schon erwähnt, dass er sich gegen Jab-Kombos bewährt? Oh, da habe ich ganz schön wenig rein. Oh, oh, das ist brutal. Lass mich in Ruhe. Ja, das läuft. Na, ja, da hat er meine Kombo gerade geblockt. Das war ein bisschen unangenehm, aber... Vor allem, ich habe ihm seine komplette Ausdauer weggezimmert, aber hat den nicht gejuckt. Nee, like this.
Huiuiui. Man kann man ihn mit Upper kontern? Nein, 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 nein. Ich denke, wenn ich Spielraum... Also ich muss jetzt diese Runde erstmal gewinnen und dann habe ich vielleicht in der nächsten Runde ein bisschen Spielraum. Mal schauen. Ob ich ihn zweimal treffen kann? Boah. Nein. Oder sagen wir mal, es ist extrem gefährlich, ihn zweimal zu treffen. Und dann, wenn er einmal blockt, dann, habt ihr ja gerade gesehen, dann versucht er sich mir an mich dran zu hängen. Und ja, dann kriegt er vielleicht irgendwann einen Schlag raus. Und das wollen wir ja verhindern. Ah, fuck. Ey, da ist er an uns kleben geblieben. Fies. Und er verteidigt sich immer noch gegen Jab Combos. Jetzt haben wir null Spielraum. Schauen wir mal, ob wir ihn zweimal hintereinander klein kriegen mit Outfighting. Great Counter. Perfekt. Puh. Da habe ich eine Richtung angetäuscht, rechts angetäuscht und bin links vorbeigelaufen. Er blockt aber auch ganz fies. Ziemlich gemein, was du hier so treibst mit uns. Ne, da wollte ich ihm mal einen Haken verpassen und krieg sofort einen Konter rein. Ich hätte meine Schlaggeschwindigkeit für den Fight erhöhen sollen, denke ich mal. Sollte er mich noch mehr erwischen, werde ich das mal tun. Na, das ist hier mein Hauptproblem. Dass er mich einfach zu schnell erwischt. Und während meiner Schlagkombos. Das kann man unterbinden, mein Lieber. Hier, nimm das. Oder das. Meine linke. Meine rechte. Chars Zorn. Chars Rache. Chars Bananen. Chars. Naja. Aua. Charisma-Schlag. Charakterstärke. Charakterstärke wurde geblockt. It's not very effective. Ja. Ich werde dir alle deine Charakterschwächen vorführen. Ja, ich mache gerade jede Menge Wortwitze mit Charakter, weil unser Char ja Char heißt. Was ein total alberner Name ist. Oh, das war eine gute Idee. Hätte ich ja nicht gedacht. Okay, wir hauen ihm also One-Twos rein. Manchmal auch Reverse One-Twos. Das scheint gut zu funktionieren. Ach, jetzt will er wahrscheinlich. Na komm. Na, jetzt will er nicht mehr. Das ist natürlich jetzt gegen ihn richtig geil, wenn der nicht mehr will. Komm, trau dich. Hat er sich getraut. Oh, er hat sich sowas von getraut. Der hat mir ins Gesicht sich getraut. Wie kriege ich denn dem jetzt einen Schlag durch seinen Block? Er hat ja nur so schnelle Kombos, die mich auch treffen. Ne? Oh oh. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Nicht zu sagen, kein bisschen. Ach, und ich dachte, jetzt kriege ich ihn, weil er eine Combo rausgehauen hat. Ach, die mal diese schnellen Schläge, die sind doof. That's what I want to see, Bastard. Oh, Mist. Aber ich habe ihm ordentlich Schaden reingemacht. Einen einzigen Schlag mehr und ich hätte ihn gehabt. Dann wären wir zum 2:2 gekommen, mein Freund. Komm, mach nochmal dein Special. Der ist so eindrucksvoll, den muss man sich einfach 100 Mal ansehen. Deine Special Weakness, mein Freund. Hat er das gesehen? Da wollte er sofort die Hände hochnehmen. Na, trau dich doch. Ich trau mich immerhin schon ziemlich nah. Ja, es ist hier ein Willenskraft-Duell. Hier werden die Fans kommen voll auf ihre Kosten. Oh, shit. Es wird ganz schön knapp. Bah, mir schwitzen schon die Hände, so knapp wird das hier. Mist. Ja, knapp ist Düll gegen den Herrn Darbeck. So. Wie geht's eigentlich deinen Aliens? Na, er ist ja kein Alien. Sonst hätte er ja nicht erst vom Alien was bekommen müssen. Ah, jedes Mal, wenn er mir so einen Jab verpasst. Ah, sehr gut. Einmal noch. Dann müsste ich ihn haben. Eine rechte müsste eigentlich nur landen. Komm schon, benutze ihn.
Damage. Gut, ich meine, da nehme ich keinen Schaden bei, wenn er seinen Special macht, aber dabei nehme ich Schaden. Mist, da tanzt er um mich noch einmal herum, aber jetzt steht er auf der rechten Seite, da kann ich ihn wirklich mit meiner rechten treffen. Ja! K.O. Und auf geht's in die fünfte und hoffentlich letzte Runde. Schauen wir mal. Er verteidigt sich leider immer noch gegen Jab-Kombos, aber ich habe halt keine Wahl. Wie ich vielleicht schon mal erwähnt habe. Aber ich werde ihn jetzt einfach wieder outfighten. Und dann schauen wir mal, ob wir diese Runde nicht... Geh weg von mir. Weiche von mir, böser Dämon. You are annoying. Ich zieh dir gleich den Stecker raus. Gucken wir mal, wo du mit deiner Rüstung hinkommst, wenn der einer den Stecker rauszieht. Okay. Diesmal nicht die Fehler machen, die ich die ganze Zeit mache. Das heißt, zu lange auf seinen Block einschlagen. Muss ja leider feststellen, dass ich durch seinen Block eh nicht durchkomme. Und dann kann ich auch lieber einfach gucken, so lange draufhauen, wie ich durchkomme. Und dann einfach gehen, sobald ich nicht mehr durchkomme. Und dann kommt er nämlich gleich wieder. Dann kann ich ihn noch mal ein paar Mal hauen. Also, da konnte ich ihn gerade noch ein paar Mal hauen. Weil meine Hände ja noch brennen. Und das ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn unsere Hände brennen. Oh, hat er geblockt. Jetzt liegen wir natürlich schon ordentlich vorne. Aber spannend wird es ja eh erst wieder am Ende. Komm her. Da hast du ein paar kassiert, würde ich sagen. Da bin ich. Da bist du gleich da weg, ne? Ha. Oh, jetzt hätte ich mich fast ablenken lassen, weil ich gerade zum ersten Mal die Ringpfosten sehe. Die sind ja aus Stein. Ist ja voll brutal. Boah, war das knapp. Der hat mich fast K.O. gehauen. Reicht halt nicht, dass du mich damit in der ersten Runde einfach überrascht hast. Zack. Jetzt ist er nur leider gleich so low, dass er wieder in seinen Defense-Modus wechselt. Aber natürlich wie immer total ätzend. Komm her. Da. Da. Komm schon! Mist, hat nicht geklappt. Ich hab gehofft, ich krieg ihn. Aber da habe ich mich glatt überschätzt. So, selbe Spielchen wie gehabt. Auf geht's. Auf seinen Special warten. Ja. Mit dem Angriff kann ich nichts anfangen, darf ich. Wenn er nur den benutzen würde, wäre ich vollfällig. Okay, ich habe ihn wenigstens einmal getroffen. Aber er hat mich definitiv häufiger getroffen. Hörst du mal, machst du mal hier so Special und so? Nicht so eine Kacke hier. Mann, oh. Ach. Mist. Egal, ich habe ihn wieder zweimal getroffen. Und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Selbst wenn es so doof aussieht wie Char. Nein, Char, du siehst nicht doof aus. Du musst ja schließlich gerade hier Ultra League Champion werden. Da sieht man nicht doof aus als Ultra League Champion. Ich hasse den Angriff. Ich hasse den Angriff. Ich hasse den Angriff. Den mag... Ach Gott, dammit. Richtig unangenehmer Schlagabtausch, bei dem ich nur gefressen habe. Schauen wir mal, ob wir den nicht irgendwie klein kriegen. Na komm, mach was Sinnvolleres als den normalen Angriff. Zwei Treffer. Seine Health ist jetzt schon beim T angekommen. Na komm, mach was. Mach was oder ich mach gleich was. Ach, Mist. Nein! Na, da bin ich durch die Ausdauer durch erschlagen. Nobody can defeat the almighty Darbeck. I knew I had nothing to fear from an upstart like you. Das gibt eine Revanche. Wir bräuchten... Ja, was bräuchten wir? Was brauchen wir, um so jemanden zu schlagen? Alles. Naja. Woran fehlte es mir denn? Ich habe zu viel Schaden gefressen. Sogar durch einen Block wurde ich von seinem Special verhauen. Wenn ich sein Special vielleicht blocken könnte? Mehr Block-Damage? Das versuchen wir mal. Mehr geht schon nicht mehr. Das könnte funktionieren.
Ach, jetzt muss ich mich ja erst gegen Warheads durchsetzen. Da müsst ihr mir nicht bald zusehen. Ich denke, wir sehen uns dann gleich wieder beim Champion. Bis dann.